Hallo liebe Brettspielfreunde, willkommen bei Spielwald. So, ich zeige euch jetzt auch noch den Aufbau von Bunlake, und wie immer zeige ich euch natürlich auch, was an Material drin ist. Kann gleich dazu sagen, der Karton ist echt schwer, da ist echt gut was drin. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Aufbau und danach gibt es natürlich wie immer in einem extra Video auch noch die Regeln. Dann viel Spaß. So, das ist der Karton. Und wie schon bei Wer wie was gesagt, habe ich das Spiel auf Englisch geholt auf der Messe, da es die deutsche Version noch nicht gab. Das Spiel an sich ist aber sprachneutral, das ist eben dann nur die Anleitung. Und die gibt es aber auch schon runterzuladen bei DLP Games, also auf Deutsch. Von daher, wer jetzt schon Lust hat und an ein Englisches drankommt, kann also jetzt auch schon bedenkenlos zugreifen. Ja, zum einen haben wir hier natürlich einiges an Plättchen. Mit denen wir dann eben bauen können. Und müsste eigentlich noch mal eine runde Plättchen drin sein. Ja, hier genau, hier haben wir auch noch mal Plättchen. Dann haben wir natürlich in den Spielerfarben die verschiedensten Holzfiguren noch. Wir haben eben unsere Siedler, unsere Häuser, unsere Siedlungen und haben dann noch ein paar Marker. Das haben wir natürlich einfach viermal, logischerweise, da wir bis zu vier Personen mitspielen können. Hier haben wir unsere Aktionsplättchen, die wir auch gleich brauchen werden. Davon gibt es sieben Stück, da wir sieben verschiedene Aktionen aus sieben verschiedenen Aktionen eben wählen können. So, hier habe ich einfach nochmal Klebstreifen übrig. Und hier haben wir noch Wertungsplättchen, die auch noch drauf kommen. Dann nachher auf den Spielplan, können wir auch schon mal rausholen. Hier haben wir Karten für den Solo-Modus. Auch das zeige ich euch vielleicht noch mal kurz. Ich wollte vielleicht hier noch einschalten. Sollte ich noch machen. Das sind auch, wie ihr seht, vielleicht sieht man es hier auch noch mal ein bisschen. Das sind wirklich feste Karten, also nicht einfach nur irgendwelche dünnen Karten, die eben für den Solo-Modus da sind. Also auch da qualitativ wirklich gut. Die brauchen wir aber jetzt nicht. Und dann haben wir noch einfach ein paar Marker. Wir haben hier Vasen. Wir haben einen Hebel und hier haben wir einfach wieder Geld. Und dann haben wir hier noch Regionsmarker und wir haben hier noch einen Stadtspielermarker. Und einen großen Stapel, also ich habe es jetzt in zwei Stapel aufgeteilt, große Stapel Karten. Das sind einfach die Karten, die dann übereinander wirklich dann gestapelt werden. So, dann mache ich hier mal ein bisschen Platz. Dann baue ich mal auf. Hier haben wir unser Aktionstableau. Und da lege ich jetzt einfach auch schon mal unsere Aktionstafeln rein und die mische ich dann einfach mal kurz durch und dann fange ich einfach an und lege die hier rein. Also Reihenfolge, wie gesagt, vollkommen egal. Okay, so, das ist das Aktionstableau. Dann haben wir unseren Spielplan. Der ist auch gar nicht so groß eigentlich. Das ist eigentlich eine angenehme Größe. Auch von der Bebauung her auch eine angenehme Größe. Man sieht die Plättchen ganz gut. Das passt eigentlich auch wirklich ganz gut zusammen. So, und dann haben wir natürlich noch Spielertafeln. Die sind Double-Layer-Boards. Konnte man so zusammenkleben. Dafür waren diese Streifen, die ihr vorhin gesehen habt. Dann hat man dann einfach hier zwei Kleber hingemacht, zwei doppelseitige, und hat das hier zusammengeklebt. Und beim Auspöppeln ist es auch so, dass wir die Sachen, die hier drin sind, die meisten kommen weg. Ein paar Sachen sind eben, die wir noch brauchen können, sind 100er Marker und sowas. Das ist eben das Spielboard für den Spieler. Das legen wir hier gleich mal nebenher. Ich baue jetzt auch nur einen Spieler auf, weil wir für das Spiel an sich jetzt auch nicht zwei, muss ich jetzt nicht unbedingt zwei Boards aufbauen. Das ist dann bei jedem einfach gleich. So, dann nehme ich mir einfach eine Farbe. Ich nehme jetzt einfach mal Blau und gehe her und lege mal alles, was ich hier brauche, auf das Board. Und zwar haben wir hier Aussparungen für zwei unserer Bewohner oder Siedler. Wir dürfen hier drei in unsere Ranch stellen. Das ist also hier unten ist unsere Ranch. Und die anderen Siedler, die stellen wir uns einfach in unseren eigenen Vorrat. Die kommen dann eben während des Spiels ins Spiel rein. So, dann haben wir unsere Siedler. Dann haben wir hier Häuser. Das heißt, wir stellen hier
einfach unsere Häuser rein. So, ja, und schmeißen dabei unsere Siedler wieder um. So, und dann haben wir noch Siedlungen. Davon haben wir 4 Stück. Die stellen wir hier rein. So rum oder andersrum. Das ist ja vollkommen egal. So. Und dann haben wir noch Rinder. Und die Rinder kommen hier hinten rein. So, jetzt haben wir für unser Board gleich noch 2 Boote. Wir haben hier unseren eigenen Fluss und hier stellen wir dann eben unsere Boote rein. Das heißt, am Anfang sind unsere 2 Boote hier vorne. Dann haben wir hier noch unser Schiff. Das Schiff kommt hier oben auf das Startfeld. Und zwar haben wir 2 Startfelder. Wir haben einmal das Startfeld 1 bis 2 und einmal das Startfeld 3 bis 4 Spieler. Und da ich jetzt, sage ich mal, für 1 bzw. 2 Spieler aufbaue, stelle ich mein Schiff eben hier oben rein. So, dann habe ich hier noch ein paar Marker, die ich nur brauche, die ich dann während des Spiels brauche. Die kann ich hier schon 1, 2, 3, 4. Kann ich sortieren, muss ich aber nicht. Und hier habe ich eben den Marker, der mir noch zeigt, wenn ich über 100 oder über 200 Punkte komme, dass ich den einfach hier noch auf mein Board lege. So, wir haben hier noch 3 Punktemarker sozusagen. Die machen wir eben einmal auf die Geldleiste und einmal auf die Kartenleiste und eine natürlich auf die Siegpunktleiste. Jedes Mal an der ersten Stelle hier unten bei 0, hier oben jeweils bei 2. So, dann haben wir hier noch Produktionsgebäude und hier dürfen wir uns einfach eins aussuchen und dürfen dieses Produktionsgebäude hier einsetzen, auf die, so gedreht, dass es als plus 1 anzeigt. Das können wir eben selbst aussuchen, was wir da nehmen und hängt auch so ein bisschen ab, was wir auch für Karten auf die Hand kriegen. Das heißt also, von der Reihenfolge her ist es so, dass wir das Tableau nehmen, die Boote auf das Feld stellen und das Schiff stellen und dann uns erstmal 2 Wertungsplättchen nehmen. Das heißt, wir haben hier so Wertungsplättchen, davon bekommen wir 2 Stück. Also machen wir das hier nochmal raus. Ich zeige euch das nochmal anders. Machen wir das hier nochmal raus. Bekomme hier 2 Wertungsplättchen, die kann ich mir anschauen und dann kann ich mir sagen, welches ich für mich interessanter finde, welches Wertungsplättchen, und kann das auf meine Farbe legen. Also ich habe hier blau und ich würde jetzt vielleicht sagen, okay, ich nehme das hier und da ich hier nachher, um das zu erfüllen, 2 blaue Produktionen brauche, würde ich vielleicht sogar hergehen und mache das Plättchen hier rein. Das macht jeder Spieler, das heißt, wenn ihr nur 2 Spieler seid, machen das 2 Spieler und dann nehme ich zufällig einfach nochmal Wertungsplättchen hier raus und setze hier zufällig einfach nochmal weitere Wertungsplättchen hier rein, so dass also wirklich an den 4 Stellen jeweils ein Wertungsplättchen sitzt. So, ich habe dann noch Folgendes, ich habe ja hier noch ein paar Wertungsplättchen, aber das ist jetzt für den Aufbau nicht so wild, dass ich die vergessen habe. So, wir haben jetzt noch die Bauungsplättchen oder Gebäudeplättchen. Die haben wir einmal hier oben. Legen wir mal hier oben hin. Und wir haben hier nochmal Plättchen. Und zwar haben wir hier welche. Hier stehen 2 Spieler drauf. Hier stehen 3 Spieler drauf. Und dann gibt es noch welche, bei denen stehen 4 Spieler drauf. Und das sind unsere Weideplätzchen, also Rinderweiden sind das. Die legen wir auch einfach hier nebenher. So, und diese Plätzchen verteilen wir jetzt je nach Spielerzahl. Das heißt, sind wir eben nur zu zweit, nehmen wir natürlich nur die Zweierplätzchen, zu dritt 2 und 3er und zu viert natürlich logischerweise alle. Die können wir dann einfach mischen und können sie hier drauflegen und zwar auf die markierten Felder, hier mit 2 oder mit 3, 4. Wenn ich natürlich nur mit 2 Spielern spiele, dann nehme ich natürlich auch nur die 2er Felder und lege natürlich auch nur die 2er Plättchen drauf. Spiele ich zu dritt oder zu viert, mische ich diese Plättchen und darf sie dann verteilen auf die 2er, 3er Felder und die müssen auch nicht übereinstimmen. Das kann also sein, dass dann nachher ein 2er Plättchen auf einem 3er Feld liegt. Wichtig ist nur, dass einfach die entsprechenden Felder bebaut sind. So, das machen wir jetzt einfach mal. Wir bebauen jetzt einfach hier schon mal alle Felder, auf denen eine 2 steht.
Es ist auch so, dass je mehr mitspielen, desto mehr Felder sind schon bebaut, wie ihr seht. Also wie gesagt, bei zwei Spielern ist es eben, fehlt mir jetzt noch eins und ich finde es nicht. Ah, da. Bei zwei Spielern sind es eben diese sechs Stück. Bei drei Spielern kommen nochmal zwei dazu. Bei vier Spielern nochmal zwei. Also habe ich 10 Plättchen, die dann schon gebaut sind. Warum es bei mehr Spielern mehr gebaute Plätze gibt, weiß ich noch nicht. Kommt vielleicht auch wirklich erst, wenn man mal zu dritt oder zu viert spielt, warum das so ist. Normalerweise sagt man ja eher, es ist andersrum. Ne? Also wenn ich zu zweit spiele, wird einfach schon mal ein bisschen mehr gebaut. Bei drei dann wieder ein bisschen weniger, bei vier noch weniger. Hier ist es so rum. Gut, jetzt haben wir hier noch ein paar Marker. Die sind auch einfach zu setzen. Und zwar haben wir so Regionsmarker. Die legen wir einfach hier neben diese Regionsteile. Die haben also die vier Regionen: New Hope, Safan, Boon Lake und Unknown. Und da legen wir einfach unsere Regionmarker drauf. Die kann man dann im Spiel eben hier drauflegen, um eben die Punkte zu bekommen. Und hier haben wir unseren schönen Startspielermarker, den wir noch hierher legen. Und dann legen wir uns einfach hier nebendran noch mal schnell unsere Vasen, unser Geld und die Hebel bereit. So. Und dann mischen wir noch die Karten und das kriegt dann am Anfang auch jeder noch 6 Karten auf die Hand. Das heißt, auch von den Karten kann ich so ein bisschen abhängig machen, was ich hier für Produktionsgebäude nehme oder was ich für Wertungsmarker nehme. So, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass sie gemischt sind und liegt immer daher und nehme mir eben 6 Karten auf die Hand. So, gut. Und hier habe ich dann eben meine Karten, die dann eventuell Sofortfähigkeiten geben oder dauerhafte Fähigkeiten geben oder dann eben auch noch die Möglichkeit, dass ich am Ende des Spiels einfach noch Siegpunkte über diese Karten erhalte. Ja, dann ist auch Boon Lake schon aufgebaut. Ich werde nochmal nachgucken, ob ich was vergessen habe, aber ich glaube nicht. Ja, also es gibt dann noch Geld. Für den ersten Spieler gibt es 6 Münzen, für den zweiten Spieler 7, für den dritten und vierten Spieler gibt es 8 Münzen. Also ich habe jetzt einfach 6 Münzen hingelegt und dann ist auch schon komplett aufgebaut. Ja, ich habe soweit sehr nichts vergessen. Ja, ihr seht, der Aufbau ist eigentlich echt recht schnell gemacht. Wir haben ein paar Sachen, die wir neben hinlegen müssen. Wir haben unsere Karten, die wir austeilen und dann können wir eben entscheiden, welche Wertungskärtchen wir nehmen und welche Produktionsgebäude wir schon von Anfang an nehmen. Und dann bauen wir die Sachen auf unsere Tafeln drauf und dann können wir auch schon loslegen. Also ja, recht schneller Aufbau und vom Material her seht ihr auch, es ist keine Materialschlacht, sondern es ist einfach für jeden Spieler sind die Materialien da und wir haben nebendran noch so ein paar Sachen liegen. Es ist also jetzt nicht übermäßig viel. Und es nimmt jetzt auch vom Platz her, das habt ihr ja hier nochmal gesehen, also da ist jetzt echt noch Platz. Also es ist nicht mal der halbe Tisch voll. Also ich glaube, das kann man locker auf einem halben Tisch spielen, wenn man es gut verteilt. Und das ist eigentlich auch ganz angenehm. Ja. Das war's, wie gesagt, mit dem Aufbau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und dürft natürlich gerne meinen Kanal abonnieren. Und viel spannender wird es wahrscheinlich im nächsten Video. Dann geht es nämlich um die Regeln und dann erkläre ich euch, wie Boon Lake funktioniert. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Spielwald sagt auf Wiedersehen, bis bald und spielt noch schön.